B2.3. Zeigen Sie, dass für das Volumen V der Pyramide BCMPN in Abhängigkeit von x gilt, V von x ist gleich minus 8,75x plus 121,92 Kubikzentimeter. So, zuerst nehmen wir mal die Formelsammlung zur Hand und schlagen nach, wie die Formel für die also Volumenformel für die Pyramide ist. Die finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 37. Und sehen, das Volumen lässt sich berechnen aus 1/3 mal Grundfläche mal die Höhe dazu. Dann schauen wir uns in unserer Pyramide nach, was haben wir denn als Grundfläche gegeben und was ist die Höhe. Grundfläche ist hier das Dreieck BCM. Also kann man hier sagen, 1/3 mal die Fläche des Dreiecks BCM. So, und jetzt noch die Höhe dazu. Höhe ist nichts anderes als die Strecke P1, F1, aber aufgepasst, hier haben wir Abhängigkeit von x mit den Punkten Pn, also müssen wir hier auch die allgemeinen Werte nehmen, Pn, Fn. So, dann gehen wir mal her und rechnen die ersten Größen aus, sofern möglich. Zuerst brauchen wir den Flächeninhalt des Dreiecks. Da kennen wir zwei Flächenformeln, nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe, beziehungsweise 1/2 mal Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Die dritte Formel mit der Determinante brauchen wir nicht, das gilt nur im Koordinatensystem. So, welche funktioniert hier? Ja, einen Winkel haben wir jetzt hier keinen gegeben, also probieren wir gleich die einfachste, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Hier müssen wir nur die geeignete Grundseite wählen. Wenn wir BC als Grundseite nehmen, dann ist nämlich die Strecke MN die Höhe dazu. Wie gesagt, Grundfläche, die komplette Grundfläche ist ein Quadrat, das heißt, diese beiden hier stehen senkrecht aufeinander, auch wenn in der Skizze oder in dem Schrägbild das ja als 45 Grad Winkel gezeichnet werden soll. Also 0,5 mal die Länge der Strecke BC mal die Höhe drauf und das ist die Strecke MN. Setzen wir die bekannten Größen ein. Die sind eigentlich genau gleich groß, BC mit 8 cm mal MN mit 8 cm. Und das gibt einen Flächeninhalt von 32 Quadratmeter. Zentimeter. Jetzt brauchen wir noch die Höhe PNFN. Wenn wir uns in diese Skizze reinschauen oder in das Schrägbild, hier liegt die PNFN, die ist senkrecht zur Strecke MN. Und wir müssen jetzt noch diese Streckenlänge in Abhängigkeit von x angeben. Ja, die Strecke kennen wir nicht, also müssen wir sie irgendwie umschreiben. Was vielleicht auffällt, die Strecke PNFN liegt in dem Dreieck NPNFN. Dieses Dreieck ist rechtwinklig, also können wir schon mal wieder davon ausgehen, dass der Sinus, Cosinus, Tangens oder vielleicht auch der Pythagoras hier zum Ziel führen könnten. Die ganzen Trigonometrie-Sachen finden wir auf der Seite 39. Also irgendwas von denen hilft vielleicht weiter. Schauen wir es uns näher an. Wir haben hier einen Winkel, das ist schon mal sehr gut. Gegenüber von dem 90-Grad-Winkel liegt die Hypotenuse, also ist NP1 die Hypotenuse. Hier ist der Winkel dazu. Was kennen wir noch? Na, die Strecke Fn ist unbekannt, weil wir wissen ja nicht, wo der Punkt Fn genau liegt. Und die Strecke NP1 ist auch noch unbekannt. Also müssen wir da irgendeinen Teil berechnen. Oder wir suchen noch ein anderes Dreieck, aber da haben wir das gleiche Problem, nämlich die MPN ist ebenfalls unbekannt. Wir haben vorhin nur die MP1 berechnet, aber jetzt hat hier eine ganz andere Länge, weil der PN hier irgendwo sein könnte. Einen Winkel kennen wir gar nicht, überhaupt nicht, also bringen wir uns das andere Dreieck nicht weiter. Gehen wir nochmal zurück in das Dreieck NP1FN. Wir können nämlich noch folgende Aussage machen. Gehen ein bisschen runter, damit man den Punkt FS auch sieht. So. Die Entfernung von S zu PN ist ja x cm. Dann sehen Sie es hier
noch reinquetsche, das ist x Zentimeter lang. Wir wissen zudem, die Strecke Sn sind 13,95 Zentimeter. Das haben wir ganz am Anfang in Aufgabe 1 berechnet. Also bleibt für die Streckenlänge npn nur die Differenz übrig, nämlich 13,95 minus die x. Damit kennen wir auch die Länge dieser Strecke hier. Also die Hypotenuse ist dann im Prinzip auch bekannt. Wenn die Hypotenuse und ein Winkel bekannt ist und wir suchen zu diesem Winkel hier die gegenüberliegende Kathete, also die Gegenkathete, können wir schon mal überlegen, welcher Satz hier funktioniert. Für Kosinus brauchen wir Ankathete, Tangens funktioniert mit Ankathete ebenfalls, Pythagoras brauchen wir alle drei, bleibt nur der Sinus übrig. Ja, der berechnet sich ja aus Sinus des Winkels, ist Gegenkathete durch die Hypotenuse. So, bauen wir diese Erkenntnis zusammen. Also PNFN ist nichts, lässt sich berechnen aus, mache jetzt hier einen Pfeil, schreibe ich es nochmal allgemein hin. Sinus von dem Winkel, den wir zur Verfügung haben, ist der Winkel SNM. Und jetzt ist gleich, jetzt heißt es eine Formelsammlung, Länge der Gegenkathete durch die Länge der Hypotenuse. Die Gegenkathete ist ja die gesuchte, schreibe ich es andersrum, PNFN. Und die Hypotenuse wäre die NPN. So, die NPN, die müssen wir jetzt nochmal berechnen. Aber ist ja nichts anderes als die Strecke NS-PNS. Also 13,95 minus x. Und jetzt aufgepasst, hier können wir nicht mehr vereinfachen. Hier kommt jetzt die Abhängigkeit von x ins Spiel. Setzt man das hier ein, was bekannt ist. Also Sinus von Winkel, den Winkel kennen wir mit 55 Grad, ist gleich PNFN ist immer noch unbekannt, geteilt durch, und jetzt brauchen wir die Strecke NPN und das ist diese hier. Also 13,95 minus x. Aufgepasst, hier dürfen wir jetzt den Solver eines Taschenrechners nicht mehr einsetzen, weil wir jetzt zwei Unbekannte haben. Ja, damit kommt er nicht mehr klar. Das heißt, wir müssen jetzt über die Umformung arbeiten. Wie löse ich jetzt nach PNFN auf? Na, ich habe hier einen Bruch. Ich multipliziere also die komplette Gleichung mit dem, was hier im Nenner steht und bringe das somit auf die andere Seite. Ich wechsle auch gleich die Seiten aus, um mit PNFN starten zu können. Also, hier nochmal. Ich multipliziere mit 13,95 minus x, vertausche die Seiten und dann heißt es PNFN ist gleich 13,95 minus x mal Sinus von 55 Grad. Jetzt muss ich an dieser Stelle vereinfachen. Ja, eine Klammer wird multipliziert, indem ich den Faktor mit jedem Summanden in der Klammer einmal durchmultipliziere. Also tippe ich in den Taschenrechner ein, 13,95 mal Sinus 55, das sind 11,43 Zentimeter. Ja, gut, sind wir noch nicht fertig. Minus x mal Sinus 55, das x kann man nicht benutzen, das bleibt ein x, also muss ich noch den Sinus 55 eingeben. Und das sind 0,82 und jetzt nochmal x. Das ist also meine Höhe PNFN. Es hat diese Länge in Abhängigkeit von x. Jetzt muss ich nur noch hergehen und diesen Term hier oben in meine Flächenformel einsetzen. Ja, schauen wir nochmal nach. Hieß es ja, ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe PNFN. Grundfläche haben wir hier berechnet. Die Höhe ist das hier in Abhängigkeit von x. Also folgt für mein Volumen ist gleich ein Drittel mal, jetzt die Grundfläche war 32 Quadratzentimeter groß, gut, hier kann man Zentimeter dahinter schreiben, und jetzt mal die Höhe PNFN, also 11,43 minus 0,82x. Das vereinfachen wir jetzt nochmal. Gleiches Spiel wie gerade eben, ein Drittel mal 32 mal 11,43, das sind
121,92 minus und jetzt ein Drittel mal 32 mal 0,82 sind 8,75x. So, vergleichen wir mit der Aufgabe, was da nochmal drin steht. Schreiben wir noch Kubikzentimeter dahinter. Hier heißt es jetzt minus 8,75x plus 121,92. Schauen wir nochmal nach. Wir haben genau das gleiche, nur dass die beiden Zahlen umgedreht sind. Also kann man das noch umschreiben zu minus 8,75x plus 121,92 Kubikzentimeter. Damit haben wir den Flächeninhalt, das Volumen in Abhängigkeit von der Variable x angegeben. Und sind an der Stelle dann fertig.